Machtelite, Thinktanks und Tiefenindoktrination. Meinungsmanagement ist billiger als Gewalt, Bestechung oder irgendeine andere Art von Kontrolltechnik. Der öffentliche Diskurs, der zur Demokratie gehört, ist mittlerweile ersetzt worden durch eine skrupellose psychologische Kriegsführung. Das ist die Situation, die wir gegenwärtig haben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Professor Rainer Mausfeld. Machtelite, Thinktanks und Tiefenindoktrination. Ich habe mir einen kurzen Teil von dem Vortrag schon reingezogen und ich fand es sehr, sehr interessant. Es scheint mir ein sehr interessanter Professor zu sein und deswegen würde ich ihm gerne mal zuhören, was er zu dem Thema zu sagen hat. Professor für Psychologie an der Universität Kiel, Fachgebiet Wahrnehmungs- und Kognitionsforschung. So, Rainer, dann lass mal knacken jetzt hier. Ja, herzlichen Dank. Ich begrüße Sie. Danke der Hamburger IBBNW-Gruppe für die Einladung und Ihnen für Ihr Interesse. Die Schafe. Falls Sie nur wegen der Schafe hier sind, kann ich Ihnen die Antwort eigentlich schon vorweggeben. Professor für Psychologie an der Universität Kiel, Fachgebiet Wahrnehmungs- und Kognitionsforschung. Okay. Man kann die Lämmer nicht zum Sprechen bringen. Die Frage ist schon verkorkst. Ich hatte eigentlich versucht, nach dem Vortrag im letzten Jahr von dem Titel freizukommen. Es gelingt mir irgendwie nicht, weil die einladenden Organisatoren immer darum bitten, wenigstens im Obertitel noch die Schafe zu lassen. Irgendwie scheint die Metapher von den schweigenden Lämmern auf uns eine besondere Faszination auszuüben. Packen wir also das Lamm bei den Hörnern und schauen uns diese Metapher etwas genauer an, weil schon ihre Geschichte interessante Aufschlüsse liefert. Homer gehört zu den ersten, die sie zur Charakterisierung der Beziehung von Volk und Staatsmann verwandt haben. Hirte hört sich irgendwie sorgend und gütig an. Aber warum wird das Volk überhaupt zu Lämmern gemacht? Warum benötigt es eigentlich einen Hirten? Und warum benötigt der Hirte einen Hütehund, um die Herde auf Kurs zu halten? Man sieht, dass diese Metapher eigentlich schon von Anfang an zutiefst ideologisch durchdrängt ist. Und bei Platon finden sich auch schon erste Zweifel, ob der Hirte wirklich das Wohl der Schafe im Blick hat oder ob er nicht vielleicht an die Mahlzeit denkt oder an den Gewinn. Also ob er beim Mästen der Schafe wirklich das Beste der Schafe im Sinn hat oder die Schmauserei oder den Verkauf. Gute Frage. Eigentlich entlarvt die Metapher bereits eine Wahrheit, die sie gerade zu verdecken sucht, dass der Hirte nämlich nicht dem Wohl der Schafe verpflichtet ist, sondern dem Wohl des... Robson sagt gerade, was hast du gesagt, Digga? Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden wegen Reels. Was passiert denn? Wann passiert denn endlich was? TikTok-Brain, Bro, nennt man das auch. Bruder, lese mal ein Buch, Digga, dann wirst du wieder klarkommen. Meditier mal ein bisschen. Geh mal spazieren draußen im Wald. Lass mal Handy beiseite für ein paar Tage. Herdenbesitzers. Der kommt aber hier gar nicht vor. Das heißt, diese Metapher führt erst dazu, dass das Volk als unmündig konstruiert wird. Sie ist erst eine ideologische Konstruktion des Gegensatzes eines unmündigen Volkes und einer Führungselite. Und genau dieser Gegensatz ist das Fundament all unserer gegenwärtigen Vorstellung, interessanterweise, von Demokratie. Das wird unser Thema sein. Imperien kennen keine moralischen Kategorien. Das ist seit der Antike so und ist heute genauso.
So, diese Unterscheidung kann man heute etwas auffächern in das, was man Hardpower nennt, militärische Macht, ökonomische Gewalt, soziale, ökonomische Verelendung. Das sind all die Methoden von Hardpower. Und daneben hat sich ein Bereich, Hardpower hat natürlich den Nachteil, hatten wir schon drüber gesprochen, Hardpower regt in uns einen natürlichen Widerstand an, das mögen wir nicht. Weil wir bestimmte moralische Sensitivitäten haben, wir mögen keine Unterdrückung, sowohl von uns selbst, wir mögen sie aber auch bei anderen nicht sehen. Hardpower ist... Das ist die Natur eigentlich, ja. Wir herrschen damit Kosten verbunden. Deswegen hat man von Anfang an versucht, wie kann man diese moralischen Sensitivitäten unterlaufen? Wie können wir Herrschaftstechniken entwickeln, die weniger Widerstand aktivieren? So. Das ist dann das, was man heute Softpower nennt. Sehr interessant, so wissenschaftlich aufgearbeitet. Hört fast alles zu. Medien, Schulen, humanitäre Stiftungen, Thinktanks und so weiter und so weiter und so weiter. Softpower hat den Vorteil, es ist häufig so gestrickt und das ist mittlerweile jetzt über Jahrzehnte in subtilster... Das ist ja Matrix quasi, du fühlst es eigentlich gar nicht, was die mit uns machen, so. Das kommt so langsam, softmäßig einfach in dich rein, sodass du dann überzeugt bist, dass es von dir selbst kommt. Kommen wir drauf, entwickelt, dass es unsere psychischen Immunsysteme unterläuft. Das hat einer der einflussreichsten Kommunikationsforscher und Propagandatheoretiker, Harold Laswell, auf den Punkt gebracht. Meinungsmanagement ist billiger als Gewalt, Bestechung oder irgendeine andere Art von Kontrolltechnik. Mhm. Ökonomische Gründe sprechen also dafür, vorwiegend Softpower einzusetzen und diese Techniken zu verfeinern. Darüber hat ein sehr einflussreicher Politologe, Politikberater, Mitglied von ganz vielen Thinktanks, hat ein Buch geschrieben, was genau diesen Titel trägt, in dem er versucht aufzuzeigen, die Zukunft der Macht liegt in Softpower. Mich würde jetzt mal interessieren, wie seine Universität mit ihm umgeht. So, hat er Probleme dadurch bekommen, dass er über diese Sachen redet? Weil das ist ja schon, es ist, meiner Meinung nach hat er recht mit dem, was er gerade sagt, was wir uns bis jetzt reingezogen haben. So, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er dadurch auch mit dem normalen System, sage ich mal, ein bisschen Troubles bekommen hat, oder? Weil nur Softpower das Widerstandsimmunsystem der Bevölkerung. Was ja schon auch alleine crazy ist, dass ich überhaupt darüber nachdenke. Ein Mann, der versucht, die Wahrheit an die Menschen zu bringen und denen zu erklären, wie das funktioniert, dass wir indoktriniert werden, dass so jemand eventuell, also das ist schon für mich eigentlich schon, ach so, der redet die Wahrheit, der redet gute Sachen, der redet Sachen, die uns Menschen gut tun würde, der wurde bestimmt gecancelt. ...unterlaufen kann. Und da gibt es eine ganze Reihe Bücher, gibt es eine ganze Reihe Bücher in die Richtung. Thaler und Sunstein sind ebenfalls Obama-Berater, ganz einflussreich, ein Verhaltensökonom und ein Jurist, die dieses Buch Nudge heißt Schubsen. Hier sehen Sie genau wieder die Wirksamkeit unserer Metapher. Die Menschen verhalten sich von Natur aus nicht rational. Die Menschen sind jetzt natürlich das Volk. Und sie bedürfen deswegen eine Portion List, einen Schubs. Ja, wer gibt den Schubs? Ja, die Eliten. Weil die sich ja als Nichtmenschen von Natur aus immer rational verhalten. So, das ist auch mit... Als Nichtmenschen, krasse Aussage. Ein großer Bereich der sogenannten Verhaltensökonomie. Was sind die denn dann? Reptilien? Digga, wie ist da, Bro? Aluhut raus, Freunde, und los. Das hat dazu geführt, das hat Mills schon in den 60er Jahren festgestellt, der öffentliche Diskurs, der zur Demokratie gehört, ist mittlerweile ersetzt worden durch eine skrupellose psychologische Kriegsführung. Das ist die Situation, die wir gegenwärtig haben. Das bringt jetzt das Problem mit sich, dass die Eliten über riesige Thinktanks, Universitäten und ich weiß nicht, was alles verfügen. Sozialwissenschaften, Psychologie stehen weitgehend im Dienste der Erforschung dieser Dinge. Das hat dazu geführt, dass die herrschenden Eliten ein viel größeres Wissen über unsere psychischen Dispositionen, über die Natur unseres Geistes, über unser psychisches Widerstandssystem haben, als wir selbst.
Ja, die studieren das quasi, weil es ja auch deren, das ist ja deren Job quasi, weißt du, die wollen ja das Volk unter Kontrolle haben, dass wir nicht austicken und dass die uns immer schön lenken und steuern können, weil wenn wir alle Selbstdenker wären, dann könnten die natürlich auch nicht einfach die Sachen umsetzen, die sie umsetzen, weil dann auch Widerstand kommen würde, so, weißt du, wie ich meine? Und deswegen studieren die natürlich, wie Menschen funktionieren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die auch viel mehr Wissen haben, was unsere wahre Menschheitsgeschichte angeht und auch noch ganz andere Dinge, die uns vorenthalten werden, die sie als Tool benutzen, um uns zu steuern und zu kontrollieren und uns zu indoktrinieren. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich glaube, dass viele, viele Denkansätze, die wir haben, unsere Träume teilweise, wie wir auf Probleme reagieren und wie wir mit Themen umgehen, mit Meinungen umgehen und so, gar nicht wirklich von uns kommen, sondern die wurden uns von der Schule aus so beigebracht, damit wir so handeln, so denken und das jagen und die Träume haben. So. Das kommt nicht mehr wirklich von uns selbst. Und deswegen müssen wir aus dieser Programmierung irgendwann ausbrechen. Und meiner Meinung nach geht das am besten, wenn du dir deiner selbst bewusst wirst und erstmal anfängst, dir überhaupt klar zu machen, dass du immer auf eine gewisse Art und Weise programmiert ist, dir dessen bewusst wirst und dann deine Programme hinterfragst, neue Programme schreibst, Programme löscht. Das können wir alles als Menschen machen. Wir haben die Macht über uns selber so. Wir sind der bewusste Beobachter von unseren Gedanken, von unseren Träumen, von unserem Körper sogar, so dass wir das alles als Tool benutzen können, um uns in eine gewisse Richtung zu treiben. Und das ist dann Selbstbestimmung, weißt du? Die meisten Menschen haben kein selbstbestimmtes eigenes Leben mehr, sondern die sind so tief programmiert, dass die einfach nur noch nach den Programmen handeln, so, weißt du? Und nicht viel größer, das ist unendlich viel größer. Sie können wirklich nicht ermessen, in welchem Verhältnis das Wissen, das die Eliten zur Verfügung haben, potenziell, und unsere Einsicht, weil wir nämlich die Natur unserer Psyche kriegen wir gar nicht mit, die funktioniert einfach. Wir kennen diese Eigenschaften unseres Geistes gar nicht. So, weil wir uns nicht damit beschäftigen. Wir haben ein potenzielles Wissen darüber. Hier sehen Sie nur mal ein Beispiel aus Wikipedia. Wovon hängt eigentlich das Entscheidungsverhalten ab? Da haben Psychologen hunderte von interessanten Eigenschaften herausgefunden, die wir alle gar nicht kennen, die man experimentell sehr genau untersuchen kann und die sich wunderbar als Schwachstellen für Manipulation eignen. So. Das heißt, die Eliten wissen genau, wie können sie unsere Entscheidungen manipulieren, und wir haben nicht mehr das Wissen darüber, welches Wissen die Eliten eigentlich dabei nutzen. Deswegen sind wir hier heute wieder. So. Wir wollen dieses Wissen uns aneignen und wir wollen das so vielen Menschen wie möglich mitteilen, damit so viele Menschen wie möglich wieder in die sich selbst realisieren, in die Selbstbestimmung reinkommen und wirklich wieder echte Menschen sind. So. Psychologie und Sozialwissenschaften, das wurde auch schon, hier haben Sie ein Zitat von 1949, die gesellschaftliche Blüte der Psychologie und der Sozialwissenschaften, vor allen Dingen in den USA, verdanken sie weitgehend der Tatsache, dass sie sich in den Dienst der Erforschung von Softpower-Techniken gestellt haben. Das ist eine ganz wenig bekannte Tatsache. Die größten Teile der Psychologie und Sozialwissenschaften arbeiten an der Erforschung dieser Dinge. Das heißt erstmal, wir haben relativ schlechte Karten, wenn wir uns nicht in gleicher Weise kundig darüber machen, welche Schwachstellen unseres Geistes werden eigentlich für diese Techniken ausgenutzt. Guter Mann, sage ich dir ehrlich. Höre ich gerne zu gerade. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir, wenn wir unserem gesellschaftlichen, unserer sozialen Situation einen Sinn geben wollen, brauchen wir immer eine Rahmenerzählung. Eine Rahmenerzählung, mit der wir unsere Erfahrung, gesellschaftliche, soziale Erfahrungen, einen Sinnzusammenhang verleihen. Der Fundamentalaspekt, der Basisaspekt der Softpower ist jetzt, eine Rahmenerzählung zu finden, die dem Volk plausibel erscheint und die es, natsch, in die richtige Richtung treibt. Heute ist es selbstverständlich, ich habe Ihnen das Buch von Mearsheimer gegeben, heute ist es selbstverständlich, es gehört zum Geschäft von Politik und Medien, man muss lügen. Juncker, der ja gelegentlich besonders freimütige Momente hat, hat gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. In der Politik ist es natürlich immer ernst. Also gehört die Lüge sozusagen zum Geschäft. So. Und meiner Meinung nach, das sage ich ja auch immer wieder, wenn das fängt im Kleinen an und geht dann auch ins Große so. Eine Beziehung, die auf Lüge basiert, ist keine richtige Beziehung für mich so. Es kann nicht funktionieren.
Und die Beziehung von diesen Leuten, die über uns entscheiden, zu uns, die ist einfach disconnected, weil die uns anlügen. Von A bis Z. Und dann sagen die noch, das gehört dazu. Betrügen und belügen gehört dazu. Aber wenn du überlegst, wenn du deine Frau belügst und betrügst und sagst, das gehört dazu, dann habt ihr keine, dann liebt ihr euch nicht, Digga. Das ist keine richtige Liebe, das ist keine richtige Beziehung. Das ist einfach nur, ja, keine Ahnung, das kommt nicht mal nah an eine Beziehung für mich persönlich ran, so. Ich finde, es gibt nur richtige Beziehungen basieren auf Ehrlichkeit, so. Wie soll ich mit einem eine richtige, gute Beziehung führen und den Menschen lieben, wenn ich ihn belüge und betrüge die ganze Zeit? Das ist einer der, für mich einer der größten Sünden auch, weißt du? Das kann nicht funktionieren. Einfacher würde man es natürlich den Hirten machen. Einfacher würde man es den Hirten machen, wenn sie gar nicht zu lügen brauchten. Wenn sie nicht zu lügen brauchten, weil das Volk gar kein Interesse mehr an der Wahrheit hat. Ach nee. Weil das Volk so apathisch und infantilisiert ist, dass es dem Volk egal ist, was ihm erzählt wird. Ich schwör's dir, Digga. Ich schwör's dir, Digga. Dieser Punkt wurde auch relativ rasch von den intellektuellen Wasserträgern der Eliten erkannt. Es ist denen nicht nur egal, sondern das Volk kämpft auch gegen die Leute, denen es nicht egal ist, dass sie belogen werden. Das musst du dir mal reinziehen. Also die haben das so weit getrieben und so geschafft, das ist so schlau eigentlich, weißt du, dass sie es geschafft haben, einen Großteil der Bevölkerung gegen die Leute aufzuhetzen, die sich nicht verarschen lassen wollen und die auf der Suche nach der Wahrheit sind, so. Die werden dann diffamiert von den Leuten, vom Volk selber, so. Die müssen nicht mal irgendwas tun. Da ist ein Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Rechte, bla bla bla, so. Das ist natürlich die ideale Situation. Die wirksamste Manipulation unseres Geistes zielt gerade darauf, unseren Geist vollständig zu blockieren, unsere mentale Kapazität zu blockieren, überhaupt Überzeugungen auszubilden. Gibt es ganz tolle Tricks. Das Bild zeigt sie aber schon in einem. Konsumismus, Infantilisierung, alles Mögliche. Das ist ein Punkt, den Hannah Arendt schon sehr deutlich erkannt hat, dass sie sagte, das Ziel eines totalitären Systems liegt nicht darin, bestimmte Überzeugungen, du musst jetzt das glauben und du musst jenes glauben. Nein, es muss denen völlig egal sein, was sie glauben, weil sie gar keine Fähigkeit mehr haben, irgendwelche Überzeugungen auszubilden. Das ist das höchste Ziel sozusagen der Meinungsmanipulation. Krass. Krass. Ich möchte, um überhaupt einen Begriff dafür haben, will ich das mal, diese Art von Manipulation, will ich mal behelfsweise, ich will Ihnen erstmal noch zwei Zitate dazu geben, dass Eliten genau das wünschen. Es gibt einen sehr einflussreichen, berühmten Soziologen, Robert Michels. Dieser Eliten wünschen die Apathie des Wahlvolkes, von Michels stammt auch, vielleicht kennt der eine oder andere das eher eine Sätze der Oligarchie, dass alle Dinge neigen zur Oligarchisierung und oligarchische Strukturen neigen zur Korruption. Das ist das eherne Gesetz der Oligarchie. Das ist aber nur. Auch sympathischer Dude irgendwie, ne? Gibt mir gute Vibes, so hört man gerne zu irgendwie. Also ich persönlich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Michels sagt, das entscheidende und wertvollste Element der Demokratie ist die Bildung einer politischen Elite im Konkurrenzkampf um die Stimmen einer hauptsächlich passiven Wählerschaft. Das ist von Anfang an. Das war ein Thema, was in den 20er Jahren im Grunde die gesamte Literatur zum Demokratiemanagement durchzog. Das Wichtigste ist, wie lässt sich eine Apathie des Wahlvolkes erreichen? Heute dürfen die nicht mehr so offen sprechen. Da findet man die Dinge noch ganz genauso, aber in einer viel verklausulierteren Sprache. Ein anderes Beispiel ist von Leo Strauss. Leo Strauss ist einer der einflussreichsten realpolitischen Philosophen. Und er ist der Hausphilosoph der amerikanischen Neokons. Und auch er sagt, was die Massen anbelangt, eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren von Demokratie eine Wahlapathie, das heißt ein Mangel an Gemeinsinn. Und er fährt fort, das ist zwar nicht das Salz der Erde, aber das ist das Salz der Demokratie. Das sind nämlich die Bürger, die wir brauchen, die nichts außer die Sportseiten lesen und die Comic-Section. Mhm. Das ist das Unterhaltung.
Genau die JungsInnen sind das. Implizite Ziel des mündigen Bürgers. Die Eliten fürchten nichts mehr als den mündigen Bürger. Und sie tun alles, um dieses Ziel zu unterlaufen. Und das wurde noch in der Literatur, als man noch als die Eliten untereinander kommunizierten, wird das noch relativ offen ausgesprochen. Diese Art der Manipulation will ich, um überhaupt ein Wort dafür zu haben, einmal behelfsmäßig Mentalvergiftung nennen. Guter Mann, Digga, ich höre dir zu, Alter. Ich bin da auf jeden Fall. Was bedeutet, dass eine Analogie zum Körperlichen, wie eine körperliche Vergiftung, eine Mentalvergiftung soll unser natürliches geistiges Immunsystem gegen Manipulation weitgehend lahmlegen. Das kann jetzt über zwei Wege passieren. Einmal affektiv. Das ist wie Uni gerade, Digga, fühle ich. Eigentlich muss ich mitschreiben, Bruder, sag ich dir so, wie es ist. Das affektiv machen. Das kann man machen durch Erzeugen von Hass auf Sozialschmarotzer, Asylanten, Putin. Migranten, Querdenker, Geimpfte. Was immer sie da einsetzen wollen. Und der Witz der Sache ist immer derselbe. Es geht darum, Moslems, die Veränderungsenergie des Staatsvolkes nicht abzulenken von den Zentren der Macht und auf Ablenkziele zu richten. Da kann man das dann beliebig recyceln. Das ist das eigentliche Ziel. Hass ist wichtig. Wie der Harold Laswell, der das ganz deutlich schon in den 20er Jahren auf den Punkt gebracht hat. Es darf keine Zweifel darüber geben, auf wen sich der Hass der Öffentlichkeit zu richten hat. Das ist die Aufgabe der Medien. So. Der Hass muss induziert werden, der Hass muss geleitet werden, der Hass muss gepflegt werden, weil der Hass dafür sorgt, dass es Ablenkziele gibt und die Zentren der Macht nicht mehr im Fokus stehen. Dann Angst vor... Deswegen ist es so wichtig, wenn irgendwelche Themen, meiner Meinung nach, wenn irgendwelche Sachen passieren, dass man nicht sich von den Medien immer so emotionalisieren lässt, weil die spielen natürlich damit so. Die wollen immer direkt Hass auslösen, damit dann alles quasi gerechtfertigt ist, was darauf folgt so. Weißt du? Das machen die ja immer. Egal bei welchem Thema. Es gibt immer einen, der Böse ist so. Putin ist der Böse. Der ist der neue Hitler. Was weiß ich, Digga, was die alles geschrieben haben in der Zeit, wo der Ukraine-Krieg hochgekommen ist. So, dass die Leute dann einfach nur noch Hass auf eine Person haben und dann gar nicht mehr verstehen wollen, warum das eigentlich passiert und wie man das lösen könnte, sondern einfach nur wollen, dass dieser Mensch bekämpft wird, so. Wir müssen alles dafür tun. Israel, Palästina genauso. Das muss immer emotionale Themen geben, die sie uns eintrichtern können. Brutkastenlüge damals. Die sie uns eintrichtern können, damit wir nicht mehr nachdenken und alles akzeptieren, was der Staat dann quasi darauf folgend tut. Schlechterung der eigenen sozialen Situation. Oder andere Ängste. Ängste haben den Vorteil, dass sie das Denken überhaupt blockieren. Auch das ist gewünscht. Ist so. Ängste, ich sage, Angst und Lust sind die größten Tools, um unsere Gedanken zu kontrollieren, beziehungsweise, dass wir nicht mehr wirklich denken. So. Ich glaube, wenn Menschen Angst haben oder wenn die zu sexualisiert sind, beziehungsweise zu viel Lust haben nach irgendwas, so, dann ist klar, Denken schwierig. Und all die anderen Dinge, Konsumismus und so weiter und so weiter. So, das sind Mentalvergiftungen, die auf den affektiven Bereich zielen. Auch für mich persönlich mit ein Grund dafür, warum alles so übersexualisiert ist in der heutigen Welt und warum von allen Ecken uns Angst gemacht wird, so. Mit immer wieder neuen Themen. Corona, Klimawandel, das, dies, bla, bla, bla. Und wir haben Mentalvergiftungen, die auf den kognitiven Bereich zielen. Dazu gehört das riesige Spektrum Orwellscher Falschwörter, mit denen Politik und Medien versuchen, über die Sprache unser Denken in den Griff zu kriegen. Dabei nutzen sie eine Eigenschaft aus, dass wir von Natur aus zu einem gewissen Wortaberglauben neigen. Wir meinen, wenn ein Wort da ist, dann gibt es auch einen Sachverhalt, der ihm korrespondiert. Das führt dazu, dass wir bereit sind, wenn wir irgendwelche Wörter treffen, beim Zeitung lesen oder sonst was, wir nehmen eigentlich naiv die Wörter, auf die wir treffen, und nutzen sie, um unsere Gedanken mit diesen Wörtern zu organisieren. In dem Moment, wo Sie aber ein Wort benutzen, kaufen Sie ein riesiges Gepäck, was in dem Wort schon bereits drinsteckt, nämlich den ganzen ideologischen Ballast, den ein Wort mit sich trägt. Und Sie kriegen es nicht mit. Es ist eine enorm schwierige Aufgabe. In der Zeit der Aufklärung hat man da versucht, ganz viel Blick drauf zu richten,
was das eigentlich, was diese Art von Ideologiekritik eigentlich heißt. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, unseren Wortaberglauben zu überwinden und immer, wenn wir ein Wort treffen, es wie ein Paket zu betrachten, ein Päckchen, und sagen, jedes Wort ist ein Päckchen historischer Vorannahmen, ideologischer Prämissen, ideologischen Gehalt. Wenn Sie auf ein Wort treffen, müssen Sie es liebevoll und sorgfältig erstmal aufschnüren, bevor Sie es verwenden. In dem Moment, wo Sie es verwenden, sind Sie verloren. Sie müssen es erstmal aufschnüren und reingucken, was ist denn alles in dem Wort drin? Das macht all diese Falschwörter so erfolgreich. In dem Moment, wo man sie hat, organisieren sie unser Denken. Eine andere Klasse sind sogenannte, nenne ich mal so, Denunziationsbegriffe. Die haben noch eine ganz andere Funktion. Das ist das, was ich vorhin meinte, glaube ich. Verschwörungstheoretiker, Querdenker und diese ganzen Sachen. Besonders beliebt sind Querfront und Verschwörungstheorie. Was macht man mit diesen Begriffen? Nun, diese Begriffe haben eine ganz perfide Logik. Sie haben eine Verklammerungslogik. Man verklammert zwei Dinge, Kritik, die sich auf die Zentren der Macht richtet, verklammert man mit Themen, die geächtet sind, die als pathologisch gelten, die als extrem anrüchig gelten. Man verklammert zwei Dinge, um dann damit einen bestimmten Themenbereich zu einer No-Go-Area zu erklären. Ja. Man erklärt bestimmte Themen zu einem gedanklichen Sperrgebiet, weil man... Gedankliches Sperrgebiet, muss man überlegen, ey. Der benutzt auf jeden Fall nice Vokabeln. Ja, Mann, das ist so Ding, Bruder. Das gibt mir halt... Er ist halt Professor, weißt du? Das gibt mir Uni-Vibes. Ich fühle das, Digga. Ich war auch gerne in der Uni damals. Intelligenten Professoren, die wirklich krasses Wissen haben, habe ich immer voll gerne zugehört. Ich höre gerne intelligenten Menschen zu. Dieser Verklammerung. Und wer sich damit beschäftigt, kann dies nur unter dem Preis medialer Ächtung machen. Das ist ein ganz toller Trick. Das ist ein ganz toller Trick, Themen, die Eliten als gefährlich ansehen, durch eine Verklammerungstechnik sozusagen zu immunisieren. So, und dann kämpft das Volk für diese Leute, weißt du? Die machen das dann mit so. Die sagen dann, okay, die Eliten etablieren quasi, ey, yo, jeder, der Corona-Maßnahmen kritisiert oder sich nicht impfen lässt, ist das und das, ist Verschwörungstheoretiker, ist genau diese Ecke, muss man diffamieren. Und dann macht das Volk, dann zieht das Volk einfach durch, Digga. Dann können die sich schön zurücklehnen und einfach chillen so. Zu einem gedanklichen Sperrgebiet zu machen. Da gibt es auch zwei Begriffe, die haben eine etwas kompliziertere Logik, Anti-Amerikanismus und Populismus. Die haben deswegen eine etwas kompliziertere Logik, weil die ein größeres Bedeutungsspektrum haben. Denn es gibt in der Tat, es hat historisch einen echten Anti-Amerikanismus gegeben. Anti-Amerikanismus heißt eine Aversion bis zu einem Hass auf amerikanische Kultur, auf die amerikanische Bevölkerung. Politik ist verständlich, Digga. Die Menschen sind eigentlich die am wenigsten dafür können. Diese Art von, das war sozusagen ein kultureller Rassismus. Ich meine, hören wir erstmal weiter. Diese Art von Anti-Amerikanismus war Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich meine, wenn du einfach nur schaust, sorry, ich muss das doch loswerden, wenn du schaust, wie Amerika entstanden ist, so, das alleine kann schon Antipathien auslösen, in mir auf jeden Fall so. Wenn ich sehe, dass Europäer in ein Land gegangen sind, andere Menschen, die da gelebt haben, deren Zuhause, die ausgerottet haben, getötet haben auf ekligste Art und Weise, sich das Land angeeignet haben, ihre Flagge dahingestellt haben und dann gesagt haben, das ist jetzt unser Land, so. Dass da eine gewisse Antipathie ist, also wenn du die Historie von diesen Ländern auch von Australien oder auch hier in Lateinamerika, Südamerika, Mittelamerika, wenn du dir das reinziehst, so, dann ist es natürlich auch normal, glaube ich, menschlich, dass du dir denkst, was für Wichser, Alter. Weißt du, was ich meine? So, es gehört sich einfach nicht, macht man nicht, weißt du? In Europa weit verbreitet, gerade unter dem Bildungsbürgertum. Prominentes Beispiel ist Heidegger. Es gab eine Art kulturellen Rassismus, diese Art von Anti-Amerikanismus, der spielt aber in heutigen Diskursen, bis auf die völkische Rechte, wo er noch auftaucht, bei der völkischen Rechten, beim Rechtspopulismus, taucht er noch auf mit einem, eingebettet in einen nationalistischen Souveränitätsdiskurs.
Er spielt aber eigentlich in der politischen Diskussion keine Rolle. In der politischen Diskussion wird der Begriff Anti-Amerikanismus eindeutig als reiner Verklammerungsbegriff, als reiner Kampfbegriff verwendet, um Kritik an dem hegemonialen Machtzentrum zu blockieren. Dazu krass, ja. Ein von Historikern viel gelobt. Die Menschen damals waren auf der Flucht vor Hunger und Armut. Was meinst du damit? Also du meinst, wenn Menschen auf der Flucht vor Hunger und Armut sind, ist okay, irgendwo anders hinzugehen, andere Menschen auszurotten und sich deren Land einfach anzueignen? Korrekt, Digga. Hab das noch nie so betrachtet. Kranker Gedanke eigentlich. Ja, normal. Die meisten Leute haben das noch nie so betrachtet, weil wir das nicht so betrachten sollen. Wenn wir das alles verstehen würden, wie die Welt eigentlich entstanden ist, beziehungsweise wie gewisse Länder eigentlich entstanden sind, so, dass eigentlich europäische Sprachen in den größten Teilen der Welt gesprochen werden, wo was nichts mit Europa zu tun hat, so. Spanisch und Englisch, so, weißt du, wie ich meine? Dann kann man sich mal fragen, warum das so ist, und dann muss man einfach mal in die Historie reingehen, so, und mal gucken, wie diese Länder entstanden sind und wie viel Leid damit einhergegangen ist, so. So, auch komplett Afrika, so. Das sind Sachen, die interessieren uns nicht, weil sie uns nicht interessieren sollen. Buch eines. Das ist tief, Digga. Das ist so wie er. Das hat genau damit zu tun, was er hier in dem Vortrag gerade sagt. So, es gibt Themen, da sollen wir uns nicht mit beschäftigen. Rückers, Friedman, der sagt, Anti-Amerikanismus ist ein Kampfbegriff zur Abwehr von Kritik. Er dient vor allem zur ideologischen Stabilisierung der Idee des amerikanischen Exzeptionalismus. Also auch Anti-Amerikanismus ist ein Verklammerungsbegriff, der bestimmte Themen zum gedanklichen Sperrgebiet machen soll. So. Das Gleiche gilt für, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zum Exzeptionalismus, weil es vielleicht nicht allen bekannt ist. Exzeptionalismus. Sehr sympathisch, seine Art und Weise. Sozusagen die Hausideologie der USA. Exzeptionalismus besagt, die USA sind durch ihre Geschichte, durch ihre Kultur, durch die Kraft des Pentagons, das eigenartigerweise Verteidigungsministerium heißt. Die USA sind durch die Besonderheiten ihrer Geschichte so einzigartig, und zwar nicht einfach einzigartig wie auch Dänemark. Jeder Staat ist einzigartig. Dänemark ist einzigartig, Deutschland ist einzigartig, Griechenland ist einzigartig. Nein, die USA sind... War ich jedes Jahr, Digga, in Dänemark, fühle ich. ...einer einzigartigen Einzigartigkeit, die so einzigartig ist, dass die USA internationale Vereinbarungen nur zu befolgen brauchen, auch wenn sie unterzeichnet haben, wenn sie es als nützlich ansehen. Das wird explizit gesagt, die USA fühlen sich nicht an internationale Vereinbarungen gebunden. Ja, die sind nicht mal Teil von diesem Dings hier, von diesem internationalen Gerichtshof. Die können nicht verurteilt werden von dem, weil die das nicht anerkennen. Weil die müssen für Frieden diese Gesetze von dem Gerichtshof brechen. Weil die müssen ja Frieden auf der Erde schaffen, weißt du? Die müssen halt manchmal irgendwo reingehen und unschuldige Zivilisten töten, weil das sorgt dann für Frieden, weißt du? Das ist halt Amerika, so, die dürfen alles. Verstehst du, was ich meine? Die sind wichtig, Bro. Der eine Cousin sagt jetzt nochmal, nein, es ist nicht okay, aber die wurden nach Amerika gelockt, es gibt Land umsonst. Die einfachen Leute haben wenig über Indianer gewusst damals. Und jetzt? Das ist jetzt eine Rechtfertigung für dich oder was willst du ihm damit sagen eigentlich so? Ich verstehe das gerade nicht, deine Argumentationskette so. Wir haben auch nicht von den einfachen Menschen geredet, sondern wir haben grundsätzlich darüber geredet, wie das Land entstanden ist. Und die USA können auch nicht mit den moralischen Kriterien bewertet werden, die sie an andere anlegen. Nach dem Exzeptionalismus können die USA keine Kriegsverbrechen begehen. Sie können auch keine Zivilisten ermorden. Das machen ohnehin nur Russen. So. Das heißt, der Exzeptionalismus befreit sie von all diesen Banden einer Gleichartigkeit rechtlicher oder moralischer Beziehung. Auch da finden sich wieder viele Intellektuelle, die bereit sind, einer solchen... Der Exzeptionalismus, muss man sagen, ist eine moralische und intellektuelle Pathologie. Aber es gibt keine Pathologie, wo sich nicht Intellektuelle finden, die bereit sind, dieser Pathologie wieder ein Fundament zu geben. So finden sich auch beim Exzeptionalismus wieder Intellektuelle, die sagen, was wir brauchen für die USA ist die Ablehnung des Prinzips, das nennen sie dann Moral Equivalence, moralische Äquivalenz. Es kann keine moralische Äquivalenz in der Bewertung der USA und anderer Staaten geben,
weil wesenhaft Gute, die Verbrechen von wesenhaft Guten, sind nicht dasselbe wie die Verbrechen von wesenhaft Schlechten. Da die USA wesenhaft gut sind, kann man ihre Taten, was für eine Scheiße, nicht so bewerten wie die von anderen Staaten. Das ist ein wirklich viel diskutiertes Prinzip. Finden Sie sogar bei Wikipedia. Das ist krass, ich schwör's dir. Und das wird uns ja auch eingetrichtert in diesen ganzen Filmen und so. Amerika sind die Guten, Mann. Und die Guten müssen halt manchmal böse Sachen machen, weißt du, wie ich meine? Damit das Gute sich umsetzen kann. Das macht auch voll Sinn, so rein göttlich gesehen jetzt mal. Wenn du einfach, ja, einfach mal guckst, was zum Beispiel auch Jesus gesagt hat und so. Das geht ja vollkommen damit einher. Das ist gerade Sarkasmus, was ich sage, weißt du, wie ich meine? Das ist so dumm. Das, was ist das für eine Argumentationskette, Digga? Ich muss böse Sachen machen, damit gute Sachen da rauskommen. Bruff. Es geht ja moralische Äquivalenz. Die USA lehnen dieses Prinzip ab. Interessanterweise hat der damalige Hauptankläger in Nürnberg, Robert Jackson, hat genau vielleicht vorausgeahnt, dass das passieren würde und hat gesagt, die Rechtsprinzipien, die in Nürnberg entwickelt worden sind, gelten in alle Zukunft. Auch die USA müssen sich ihnen unterwerfen und sind nach den gleichen Rechtsprinzipien zu bewerten. Chomsky hat dazu bemerkt, dass nach diesen Nürnberger Rechtsprinzipien jeder amerikanische Nachkriegspräsident hätte gehängt werden müssen. Also so viel zum Exzeptionalismus. Das ist die amerikanische Hausphilosophie. Interessant ist, die wird in den USA ganz viel diskutiert, die wird auch ganz offen. Obama hat vor einigen Zeit gesagt, er bekennt sich voll zum Exzeptionalismus. Hillary Clinton hat gesagt, sie bekennt sich voll zum Exzeptionalismus. Kriegsverbrecher, die den Nobelpreis bekommen haben, Digga. Obama. Cheney hat sogar ein dickes Buch darüber geschrieben. Das heißt Exzeptionalismus. Heißt, das ist in den USA eine ganz lebendige Diskussion, die, ich weiß nicht, ich hätte verschämt gesagt, aber Scham ist ein völlig falscher Begriff, die in unseren Medien überhaupt nicht vorkommt. Dieses Thema wird in unseren Medien überhaupt nicht genannt. Amerikanischer Exzeptionalismus ist hier wieder ein. Ja, ja, weil wir müssen ja Amerika folgen. Das wäre fatal, wenn wir anfangen würden, da dann kritisch zu werden, so wie Exzeptionalismus, wie die können Sachen machen, die wir nicht machen können und so. Wir müssen trotzdem darauf hören, was die uns sagen und so. Das würde dann auslösen, dass wir, es gibt einige Themen, die in den amerikanischen Medien besprochen werden, so, die in deutschen Medien nicht mal ansatzweise nur angerissen werden. Und das hat auch immer seine Gründe dahinter, so. Unsichtbarer Begriff. So, ach so, wir müssen Populismus, da waren wir stehen geblieben. Populismus ist ähnlich. Populismus ist ein Verklammerungsbegriff. Populismus heißt ja eigentlich, dass man in der Sprache des Volkes spricht, dass man unangemessen simplifiziert und auf Affekte zielt. Das ist eigentlich der Kern des Problems. Das ist auch so, Amerika ist halt auch, ich glaube in Amerika, das sage ich auch immer, da funktioniert diese Indoktrination. Also die Amerikaner, wie die das aufgebaut haben und wie die ihr Volk manipuliert haben, ist schon extrem, weißt du? Also die meisten Amerikaner sind so heftig stolz und so heftig arrogant eigentlich, muss ich auch sagen, so. Die denken wirklich, also für die gibt's nichts anderes außer Amerika, so. Weißt du, was ich meine? Die meisten Amerikaner wissen nicht mal, was außerhalb von Amerika abgeht, so. Die sind, für die ist das Heftigste, was es gibt und die lieben das Land und ja, also die, also was die da gemacht haben, so, das ist, glaube ich, wie sagt man, Speerspitze, was Indoktrination angeht und wie ein Volk quasi hinter allem steht, was die so tun, auch wenn das richtig ekelhafte, böse Sachen sind, so, weißt du? Ist crazy. Populismus. Wenn Sie nach dieser Bestimmung von Populismus vorgehen, dann sind alle unsere großen... Ich habe mir regelmäßig Videos reingezogen, wo Amerikaner gefragt werden, nenn mal drei Länder auf der Welt, so, weißt du? Es gibt viele Amerikaner, wirklich viele Amerikaner, so, gerade wenn die nicht heftig gebildet sind, die keine Ahnung von außerhalb Amerika haben. Die können nicht mal drei Länder aufzählen, Bruder. Die können nicht mal drei Länder aufzählen. So krass sind die in ihrer Bubble drin. Da gibt es Leute, die sagen dann Europa, Afrika, Bruder. Parteien, extrem populistische Parteien. Das kann es also nicht sein in dem Vorwurf Populismus. Warum reagieren die Volksparteien so allergisch und nutzen gerne das Schimpfwort Populismus?
weil es noch eine andere Charakteristik häufig beim Populismus gibt, nämlich eine Kritik an den Eliten. Das mögen unsere Machteliten nicht. Also braucht man wieder eine Verklammerung. Ja, sehr viele NPCs, aber bei der Menge an Menschen, haha, ja, ist auch so, Digga, weißt du, es gibt natürlich aber auch, dafür muss, man muss sagen, die Polarität ist extrem, weißt du, es gibt dafür auch sehr viele krasse, intelligente, aufklärerische, alternative Leute und so, die geile Sachen machen, die auch gutes Gehör dafür bekommen und so. Es gibt auch sehr viel Potenzial in Amerika, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle dumm sind, so, weißt du. Um das Gebiet zum Sperrgebiet zu machen, man braucht wieder eine Verklammerung. Da kommt natürlich der Rechtspopulismus sehr gelegen, weil der Rechtspopulismus, der verschärft noch die kategoriale Unterscheidung von Volk und Führungseliten, indem er das Volk jetzt nicht als Staatsvolk konzipiert, sondern als einen ethnisch homogenen Volkskörper, als einen ethnisch homogenen Volkskörper, der als Volkskörper einen Gemeinwillen hat. Und es geht nicht um eine Kritik an den Eliten, sondern der Rechtspopulismus möchte andere Eliten haben. Er möchte Eliten haben, weil er argumentiert, dass die jetzigen Eliten zu korrupt sind und zu unmoralisch, um den Gemeinwillen eines ethnisch homogenen Volkskörpers umzusetzen. Er möchte also andere Eliten. Er möchte Eliten haben, die nationalistisch und rassistisch gesinnt sind, rassistisch in diesem kulturellen Rassismus in diesem Sinne, und diesen Willen umsetzen. Das liefert jetzt unseren Volksparteien die Möglichkeit, wieder eine Verklammerungsstrategie zu machen und zu sagen, wer populistisch ist, wer sich gegen die Zentren der Macht, wer Elitenkritik formuliert, machen ja die Rechtspopulisten auch. Der ist ein rechter Nazi. Elitenkritik formuliert, wer Kritik formuliert, die sich gegen die Zentren der Macht richtet, der neigt auch zum Rassismus. Selbst wenn der schwarz ist, wie ich. Damit haben wir wieder eine Verklammerung mit einem geächteten Bereich und wir haben die Kritik sozusagen. Schön erklärt, was man schon gefühlt hat. Weißt du, wie ich meine? Schön erklärt, was man schon gefühlt hat. Das war mal, Amerika ist auch zutiefst gespalten. Die Wokeness hat dort auch viel Schaden angerichtet. Safe. Ja, sehe ich genauso, hast du recht. Ja, man muss halt erkennen, dass wir alle eins sind. Das ist halt eigentlich der Ultimative, so, weißt du? Das ist der Ultimative, so. Den fühle ich auch. Wir haben das eigentliche Ziel der Kritik wieder zu einem gedanklichen Sperrgebiet gemacht. Also auch der Populismus ist ein solcher Denunziationsbegriff. So, ich gebe Ihnen noch ein besonders plumpes und dummdreistes Beispiel des Chefredakteurs der Welt, wo Sie noch einmal das Wirksamwerden dieser Dinge sich anschauen können. Links und rechts, was macht man? Verklammerung. Verklammerung ist die Strategie. Links und rechts wächst der Hass auf die Eliten. Rechts und links sind sich gleich. Es sind nämlich beides Elitenhasser. Mit dieser Gleichsetzung habe ich die halbe Miete, ich habe einen Bereich zum gedanklichen Sperrgebiet gemacht. Und sagt dann noch, nach einer jahrzehntelangen massiven Umverteilung von unten nach oben, sagt er noch, dass die Schwachen gerade davon profitieren. Das ist gerade die Urlüge des Kapitalismus. Die Urlüge des Kapitalismus ist, es geht uns allen besser, wenn nur die oberen 1% sich genügend gemästet haben. Ich schwöre, ja. Das ist die Trickle-Down. Es tropft nach unten, wenn wir nur zulassen, dass die oberen 1% sich mästen. Nur damit Sie nochmal sehen, wie diese Rhetorik... Nee, ist klar, weißt du, wie ich meine? ...in der Tagespresse funktioniert. So, jetzt will ich die, nach der Mentalvergiftung, die ja unsere Kapazität blockieren soll, überhaupt Überzeugung auszubilden, noch kurz auf die übliche Art von Meinungsmanipulation und Indoktrination und will da zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Aktualindoktrination, die jetzt im Augenblick passiert, tagesaktuelle Nachrichten. Das kennen Sie alles, Fakten unsichtbar machen, Angst erzeugen, das sind genau die Medien. Interessanter ist, und da will ich näher drauf eingehen, die Tief... Das war vorhin auch Teil von dem anderen Video. Indoktrination, das sind länger angelegte Prozesse, um ganze Weltbilder uns einzuimpfen. Hier werden Fakten unsichtbar gemacht, hier sollen ganze Denkmöglichkeiten unsichtbar gemacht werden. Das ist crazy. Da geht's halt richtig tief rein jetzt, ne? Ambitioniertere Ziel. Komplette Denkmöglichkeiten unsichtbar machen. Das ist krass. Und das funktioniert. Ich habe es selber an mir selber gemerkt so. Umso bewusster ich geworden bin, habe ich gecheckt,
dass ich in der Vergangenheit Denkmuster hatte, Entscheidungen getroffen habe, auf Grundlage, auf der Grundlage von Dingen, die nicht von mir kommen, sondern mir eingetrichtert wurden. Die in mich reinprogrammiert wurden. Wie jeder von uns programmiert ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. So. Und das zu realisieren, das tut auch erstmal weh, Digga. Denkst du dir so, fuck, Bro, wie jetzt? Aber das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil am Ende kannst du dann dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht nochmal passiert. Mechanismen sind ja alle Sozialisationsinstanzen und Medien und Kultur- und Unterhaltungsindustrie. Fangen wir kurz mit der Aktualindoktrination an. Müssen wir gar nichts zu sagen. Das kennen Sie. Die große Selbstlüge des Journalismus, dass die Medien uns ein angemessenes Bild der gesellschaftlichen und politischen Situation verschaffen, ist seit mehr als 100 Jahren so intensiv widerlegt worden, auch in empirischen Studien, dass es eines enormen Maßes an Realitätsverlustes bedarf, sie überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Auch in der deutschen Gegenöffentlichkeit gibt es eine solche Fülle von guten, empirischen, analytischen Studien. Auch korrekt, wenn du so ins Publikum guckst, so sehr, auch sehr viele ältere Menschen dabei und so, Digga, feier ich. Und eine solche Fülle von Blogs, Büchern, Zeitschriften, die sich diesem Thema widmen, dass es eigentlich bedeutet, eine Leiche zu fleddern, sich mit dieser Frage überhaupt noch zu beschäftigen. Ich will sie jetzt nur abhandeln mit einem einzigen schönen Kriterium. Die Bundeszentrale für politische Bildung, und die lügt nicht, gibt uns ein staatlich zertifizierte Faustregel für die Unterscheidung Propaganda und Nachrichten. Wenn Sie das mitnehmen bei der täglichen Lektüre, haben Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Charakteristisch für Propaganda ist die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht dargelegt und Meinung und Information vermischt werden. Kenne ich. Nach diesem staatlich zertifizierten Kriterium sind 90% unserer Leitmedien Propaganda. Ganz einfach. Die sagen es sogar selber. Sagt die Bundeszentrale für politische Bildung. Man muss nur hingucken, Freunde. Das Thema können wir ganz schnell erledigen. Kommen wir zur tiefen Indoktrination. Die durchzieht alle Sozialisationsinstanzen, insbesondere natürlich auch die Schulen. Das Interessante ist, wir beschäftigen uns sehr viel mit Propaganda und Meinungsmanipulation, mit Medien. Die Medien stehen sehr im Fokus. Die Schulen sind als Tarnkappen-Indoktrinateure irgendwie aus dem Fokus geraten. Die Schulen sind aber für die tiefen Indoktrination die viel wichtigere Instanz. Ja. Und das Interessante ist, dass auch die Geschichte, zum Beispiel, warum wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt? Die wurde nicht eingeführt, um mündige Bürger zu erzeugen. Das war nicht ganz explizit nicht Sinn der Schulpflicht. Krass. Sondern Sinn der Schulpflicht war, gehorsame Staatsbürger und fromme Kirchgänger heranzuziehen. Wie kann es sein, dass wir diese Geschichte der Schulen vergessen und weiterhin die Ideologie in uns tragen, mit den Schulen sollen mündige Bürger erzeugt werden. Ich gebe nur ein Beispiel, auch schon aus den 20er Jahren von Bertrand Russell, der sagt, Ausbildungssysteme sind nicht entwickelt worden, um echtes Wissen zu vermitteln, sondern um das Volk dem Willen der Herrschenden gefügig zu machen. Ohne ein raffiniertes Täuschungssystem in den Schulen wäre es unmöglich, den Schein der Demokratie zu wahren. Boom. Es ist nicht erwünscht, dass der... Da braucht man eigentlich gar nicht auch mehr viel zu sagen, so, das spricht für sich, oder? Bürger selbstständig denkt, weil man der Auffassung ist, dass Leute, die selbstständig denken, schwer handzuhaben sind. Ja, macht doch auch Sinn, weißt du, wie ich meine? Macht doch auch Sinn, wenn du wirklich so ein Teufel bist, so ein teuflischer Typ bist, wie die Leute es sind halt, die uns in der Hand haben, beziehungsweise die mehr oder weniger die großen Entscheidungen auf der Welt treffen, so, dann willst du natürlich einfach gehorsame Bürger haben und dann ist es eigentlich nur schlau, diese Menschen in diese Richtung zu treiben, damit die halt nicht selbst denken und damit du denen immer schön das eintrichtern kannst, was du gerne möchtest, was die denken, so. Ist ja klar. Macht ja Sinn auch irgendwie, oder? Nur die Eliten sollen denken, der Rest soll gehorchen oder den Führern folgen wie eine Hammelherde. Diese Doktrin hat auch in Demokratien alle staatlichen Erziehungssysteme von Grund auf verdorben. 1922. Das sind Dinge, die vollständig aus dem Fokus geraten sind, wie sehr eigentlich Schulen, aber auch Universitäten dieser tiefen Indoktrination dienen. Ich will zwei Beispiele nennen.
Das erste Beispiel ist die Idee eines benevolenten Imperiums. Diese Idee wurde vor allem in Europa, besonders in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz systematischer Weise eingepflanzt, dass es Imperien gibt, die nicht nur Realpolitik betreiben, sondern dass es Imperien gibt, die moralisch gutmütig sind. Solche Beiträge sollten Pflicht werden für Heranwachsende und Jugendliche. Genau, und dann würdest du genau das Gegenteil von dem machen, was ja eigentlich das Ziel ist, so weißt du, wie ich meine. Und deswegen wird das natürlich nicht gemacht, Bro. Die moralische Agenda. Muss man sich hier bei Leon Lovelock auf Twitch reinziehen oder auf dem Highlight-Kanal, meine lieben Freunde, ja? ...sind und deren Handeln von Gutmütigkeit und Wohlwollen getragen ist. Das ist natürlich eine geschichtliche Absurdität. Das ist so, als würden sie, was weiß ich, in der Biologie behaupten, dass es vegetarische Löwen gibt. Gibt's, glaube ich, Digga, um ehrlich zu sein. Das ist geschichtlich eine Absurdität. Und wir müssen uns ansehen, wie es zu einer solchen Indoktrination gekommen ist. Und das zweite Beispiel, was ich ansprechen will, ist repräsentative Demokratie. Schauen wir uns das erste Beispiel an. Das wurde in ganz systematischer Weise geplant. Wie kann man das machen, dass unsere Motive, Sie sehen schon wieder Beziehung zum Exzeptionalismus, alles, was wir machen, ist durch edle Motive getragen. Und das müssen wir durch eine Information-Propaganda-Kulturprogramm den anderen Nationen einimpfen. Ein Jahr später hatten wir in Europa und in Deutschland den CIA-Kongress für kulturelle Freiheit, haben Sie vielleicht schon von gehört, flächendeckend. Das war ein sozusagen Propagandaprogramm, was der deutschen Bevölkerung die amerikanische Sicht auf alle Dinge des Lebens zutiefst eingeimpft hat. Merkt man doch auch, oder? Danach waren wir überzeugt, es gibt benevolente Imperien. So, das wurde in den, hier nur ein Beispiel, aus der Zeit, wo das sozusagen strategisch system... Crazy informativ, sage ich dir ehrlich, Mann, ist schon ein geiler Vortrag. ...angelegt wurde vom Council of Foreign Relations. Das ist übrigens die größte, die mächtigste NGO, die es überhaupt gibt. Haben viele vielleicht noch gar nicht von gehört. Das heißt, sie ist ausge... Schon gehört, Digga, Councils of Foreign Relations, auf jeden Fall. Erfolgreich, weil sie unsichtbar ist. Ist ein sehr informatives Buch, kürzlich drüber erschienen. Es gibt auch einen deutschen Ableger, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. So, der hat das weitgehend geplant. Wenn Sie sich jetzt hier oben mal das Logo ansehen, kann das ja auch erhellend sein, für die Bevölkerung nicht, aber die Eliten wissen das zu lesen. Das ist natürlich kein Marketing für Turnierreiten oder so etwas, sondern hier sehen Sie, und zwar in alter lateinischer Schrift, ubique, überall, und man rätselt, was meinen die denn eigentlich damit? Krass. Wenn Sie dem nachgehen, überall, dann finden Sie auf einer Münze von Kaiser Nero, der ja auch für seine Benevolenz bekannt ist, finden Sie auf dieser Münze genau dieses Ubique. Und was bedeutete das? Was hat er damit symbolisiert? Damit hatte er die Pax Romana. Alle Länder sind unterworfen. Die Pax Romana war sozusagen die hegemoniale Grabesruhe der umgebenden Nationen. Alle waren unterworfen, das ist die Pax Romana. Was man mit diesem Logo zu verstehen gibt, ist die Pax Americana. Das Ziel, um das es geht, ist der hegemoniale Anspruch. Schauen wir uns... Okay, Freunde, ich würde sagen, passt an der Stelle. 50-50, wir gucken den Rest morgen oder übermorgen. So. Ich fand's aber auf jeden Fall einen richtig geilen Vortrag bis jetzt. Aber meine Aufmerksamkeitsspanne neigt sich auch langsam dem Ende zu und ich will das wirklich aufsaugen. Deswegen atme ich lieber ein bisschen durch und den Rest gucken wir uns einfach morgen an oder übermorgen. Weil sonst wird das Video auch viel zu lang. 2 Stunden Videos sind nicht so gut für YouTube. Macht's gut, Freunde. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. So.